Ach, du bist's. Saigo hat ausrichten lassen, dass er zum Verhandeln bereit ist. Ich hatte zwar hohe Erwartungen an dich, aber du hast sie noch übertroffen. Prinzessin Atsuko, Saigo, ich. Wärst du nicht gewesen, hätten wir das niemals erreicht. Dass wir so weit gekommen sind, verdanken wir nur den Banden, die du geknüpft hast. Es gibt Aufgaben, die keiner allein bewältigen kann. Doch die Verbundenheit zwischen zwei Seiten verleiht beiden mehr Stärke. Die Bande, die du geknüpft hast, sind ein wahrer Segen. Sie unterscheiden dich von deiner Partnerin. Ich möchte zwischen dem Shogunat und der neuen Regierung vermitteln. Wir müssen aufhören zu kämpfen und anfangen zu reden. Es wird nicht leicht, doch wir haben keine Wahl. Ich befürchte jedoch, dass die Dämonenklaue einschreiten könnte. Deshalb will ich dich dabei haben, damit du es ein für alle Mal beendest. Sehr gut. Uns beiden steht eine Entscheidung bevor. Übrigens, ein paar deiner Freunde möchten noch mit dir sprechen. Bis zu den Verhandlungen mit Saigo ist noch ein wenig Zeit. Sicher habt ihr viel zu bereden. Du kannst also ruhig gehen. Hast du alles erledigt? Wenn du soweit bist, geh zur Satsuma-Basis. Entspann dich. Die schwierigsten Vorhaben sind oft die spannendsten. Sei nie so verkrampft, dass du den Moment nicht genießen kannst. Also gut, dann los. Keine Zeit für Spielchen oder Ausflüchte. Lass uns aufrichtig sein. Du hast recht. Ich bin mit derselben Absicht gekommen. Also reden wir. Zunächst die Forderungen der neuen Regierung. Jetzt werden wir es beenden. Ich will die Welt allein für dich ändern!
Ich wollte eine Welt erschaffen, in der wir zusammenleben können. Sie jedoch brennt endlich. Kann es sein? Sind etwa alle meine Bemühungen? Die Ära des Schwerts geht zu Ende. Doch der Geist der Samurai lebt weiter und neue Horizonte warten bereits. Nach den Gesprächen zwischen Kaisho Katsu und Saigo Takamori geben die Truppen des Shogunats Burg Edo auf. So hatten jene, die sich eine neue Zukunft für Japan erträumten, einen offenen Krieg in Edo und somit zahllose Opfer verhindern können.